In diesem Jahr sprechen wir bei Crescendo in verschiedenen Zusammenhängen über Renewal, Erneuerung. Auch hier in den Tune-ins. Ich möchte das Thema Großzügigkeit noch einmal aufgreifen, nachdem mein erster Text dazu erschienen ist. Erneuerung im persönlichen Leben, vielleicht auch im künstlerischen Leben, und Großzügigkeit gehören zusammen. Umgekehrt können Geiz und Hartherzigkeit kein weicher, guter Boden sein, der empfänglich macht für die Bewässerung durch den Heiligen Geist und für das Aufblühen von Neuem. Hartherzigkeit und Geiz, kennen wir Christen das? Ich fürchte, ja, wir kennen das. Und ich erschrecke, wo ich das an mir selber entdecke. In einem Hotel fragte ein Gast, eine Dame vom Personal, habt ihr ab und zu auch christliche Gruppen hier? Oh ja, sagte die Frau, und wir merken auch sehr bald, dass es Christen sind. Wie schön, sagte der Gast mit frohem Blick, und woran erkennt ihr sie? Das ist sehr einfach. Christen geben kaum Trinkgeld. Eine wahre Geschichte. Ebenso wahr ist diese Geschichte aus dem 18. Jahrhundert, geschrieben von Karl Philipp Moritz. Ein Roman, in dem der Anton Reiser autobiografische Züge trägt von eben Karl Philipp Moritz. Der Roman ist sehr interessant. Er befindet sich an der Schnittstelle zwischen dem religiösen Zeitalter und dem säkularen Zeitalter, in dem auch die Kunst eine große Rolle spielt. So ist Anton Reiser, der Hauptprotagonist, ein junger, dem Theater verfallener Mann. Er wohnt bei einem reichen, aber knausrigen Hausvater und Geschäftsmann, der seinen Arbeitern nur sehr wenig Essen gönnt. Und hier eine Passage. Er gönnte den Arbeitern kaum Essen und seine Leute konnten nie genug bei ihm arbeiten. Und er machte ein Kreuz über das Brot und die Butter, wenn er ausging. Ein Kreuz sollte also die Arbeiter daran hindern, vor allem der Querbalken des Kreuzes, sich heimlich ein Stück abzuschneiden. Das würde der Hausvater, wenn er zurückkäme, merken, dass da dieser Schnitt des Querbalkens nicht mehr da ist. Wenn wir das lesen, muss uns ein Schauer über den Rücken laufen. Das Kreuz, Zeichen der größten Großzügigkeit, wird zum Symbol des Geizes. Sehr gut beschrieben, aber schlimm. Wie anders kommt es uns in der Bibel entgegen? Wir wissen es. Gott zeigt seine überschwängliche Großzügigkeit in der Schöpfung und dann in der Geschichte Israels und so weiter. Machen wir einen großen Sprung ins Neue Testament, dann sehen wir, wie Jesus endlos großzügig ist. Das beginnt bei der Hochzeit von Kana, wo er einen Spitzenwein kränzt. Und es geht weiter zum Wunder der Fisch- und Brotvermehrung, wo noch 12 Körbe davon übrig bleiben. Und dann heilt Jesus auf Schritt und Tritt und er vergibt und er lehrt sehr weise. Sein Herz ist weit. Seine Großzügigkeit auch den Zöllnern und Sündern gegenüber sprengt das limitierte Denken, den Kleinglauben, die Gesetzlichkeit und die schwache Liebesfähigkeit der Menschen um ihn herum. Und vielleicht auch gilt das für uns. Die Botschaft von Gottes Großzügigkeit zieht sich wie ein roter Faden durch die Gleichnisse. Das Gleichnis vom verlorenen Sohn könnte ebenso gut das Gleichnis vom großzügigen Vater heißen oder auch das Gleichnis vom geizigen Bruder. Dieser wirft nämlich dem Vater vor, dass er diesem jämmerlichen Heimkehrer ein rauschendes Fest bereitet und dass er geizig ist, nur weil er selber keine solche Party bekommen hat. Aber der Vater sagt, mein Sohn, was mein ist, ist dein, jederzeit. Das heißt, du hättest mich nur zu fragen brauchen. Und nicht einmal das, du hättest meine Kreditkarte nehmen können und
deine Freunde zu einem rauschenden Fest einladen können, aber du hast es nicht getan, weil du ein enges Herz hast. Es ist interessant, unser eigener Geiz wirft Gott Geiz vor. Und wir meinen, er sei nicht großzügig. Oder umgekehrt, weil wir meinen, Gott sei nicht großzügig, werden wir selber mehr und mehr geizig und eifersüchtig auf jene, die Gott liebevoll beschenkt. In Lukas 11 sagt Jesus, wo bittet ein Sohn einen Vater um einen Fisch und der Vater gibt ihm eine Schlange, ist doch nicht möglich, oder gibt ihm ein Skorpion, wo der Sohn um ein Ei bittet. Wenn nun ihr, die ihr böse seid, euren Kindern gute Gaben gebt, wie viel mehr wird der Heilige Geist, wird der Vater im Himmel den Heiligen Geist geben, denen, die ihn bitten. Und das heißt, die Fülle, die Herrlichkeit Gottes im Heiligen Geist. Wie viel mehr? Oder viel mehr? Diese Wortkombination spricht von Gottes Großzügigkeit immer wieder in der Bibel. Wenn selbst der hartherzige Richter der Witwe doch noch am Schluss nachgibt, so wird Gott noch viel mehr seinen Auserwählten Recht verschaffen, heißt es. Jesus erzählt in einem anderen Gleichnis, wir kennen das von den Arbeitern, die es spät, kurz vor Feierabend kommen und dann den gleichen Lohn bekommen wie die anderen, die den ganzen Tag hindurch geschuftet haben und natürlich dann auch sehr empört sind darüber und dem Arbeitgeber Ungerechtigkeit vorwerfen. Jesus warnt aber vor Geiz und Hartherzigkeit. Und dann erzählt er von diesem Mann, der eine astronomische Summe schuldet. 10.000 Talente sind es. Das sind ganz genau 100 Millionen Denare. 10.000 Talente. Nur 900 verdient der Herodes das ganze Jahr hindurch. 10.900. Also eine astronomische Summe und der arme Mann schuldet nun diesem Beschenkten eine ganz winzige Summe von nur 100 Denaren gegenüber 100 Millionen und wir wissen, wie die Geschichte ausgeht. Jesus sagt in Matthäus 5, wenn jemand kommt zu dir und er bittet um dein Hemd, dann gib ihm auch den Mantel und wenn jemand dich bittet, eine Meile mit ihm zu gehen, dann geht zwei und wenn jemand dich bittet, dann gib ihm. Wenn jemand etwas von dir leihen will, dann sag nicht nein. Was heißt das für uns ganz praktisch? Ich habe mir angewöhnt, großzügiger Trinkgeld zu geben. Ich möchte lernen zu schenken, bis es schmerzt. Zumindest manchmal soll es schmerzen. Lieben, bis es schmerzt, sagt Mutter Teresa. Und ich will lernen, schnell zu vergessen, wenn ich großzügig gegeben habe und auch vergessen, dass ich etwas nicht mehr habe. Die eine Hand soll ja nicht wissen, was die andere tut. Ich will lernen, einem anderen Menschen noch mehr Zeit zu geben, als ich eigentlich geplant hatte. Ich möchte lernen, andere zu ermutigen, zu loben. Es gibt ja Leute, die ermutigen, die sind große Ermutiger. Und wie gut tut das, denen zu begegnen. Ich möchte das irgendwie auch lernen. Und ich will lernen, dass Geben glücklicher macht als Nehmen. Wir wissen, dass wir, das ist dann Weihnachten. Und ich möchte frei werden dadurch. Ja, es ist so, wenn wir geben, ist es fast wie beim Fasten. Wir verzichten auf etwas und fühlen uns befreit. Und ich möchte mich dann auch immer wieder daran erinnern, dass ich nicht zu kurz komme, bei Gott schon gar nicht, der ist großzügig, auch mir gegenüber. Nun ein Nebengedanke. Was, wenn unter Künstlerkollegen, unter Musikstudenten, unter Musiklehrerinnen, unter anderen Kunststudierenden, im Orchester vielleicht auch, unter Kolleginnen und Kollegen, irgendwie spürbar würde oder sich gar herumsprechen würde, da gibt es eigenartige Leute, die nicht etwas von mir wollen, sondern
bei denen ich etwas bekomme, Ermutigung, Freundlichkeit, ein ehrlich gemeintes, wie geht es dir, und dann auch ein offenes Ohr dafür, oder sogar ein Gebet, wenn es mir schlecht geht, und dann wieder eine Einladung zu einer Pizzaparty oder sonst zu einem feinen Essen oder einem Glas und viel, viel Liebe und tiefe Gespräche über Gott und die Welt, ehrliche Gespräche auch, wo ich merke, die anderen sind nicht perfekt, und dann auch über jenen großzügigen Mann aus Nazareth, den man auf die Spur kommen kann. Wie wäre das, wenn wir eine Bewegung würden, die sich durch Großzügigkeit auszeichnet und dadurch auch attraktiv, interessant und irgendwie irritierend in diesem Konzertleben in der Kulturwelt überhaupt? Ein Mann bittet seinen Freund in der Nacht um ein Brot. Dieser könnte nun sagen, störe mich nicht, es weckt nur meine Kinder auf, wenn ich da rausgehen muss. Und übrigens habe ich auch über dieses Brot einen Schnitt gemacht bis hierher und nicht weiter. Aber das sagt er nicht, sondern er geht hinaus, er gibt sogar 3 Brote und ist großzügig. Lasst uns kein Kreuz auf unser Brot malen, oder wenn ein Kreuz, dann soll es das Zeichen von Jesus Christus sein. Jesus sagt ja am Abendmahl, ich lasse mich brechen für euch. Und an anderer Stelle sagt er, ich bin das Brot des Lebens. Er lässt sich brechen für uns. Was für eine Großzügigkeit. Das ist die höchste Großzügigkeit, dass Gott sich selber gibt. Ich wünsche euch viel Freude beim Lernen. Ich wünsche euch viel Spaß dabei. Großzügigkeit, dieser Aphorismus muss noch sein, ist immer groß und zügig. Oder etwas anderes noch, man kann Großzügigkeit lernen. Vielleicht beginnt man beim Kleinzögerlich, dann gibt es vielleicht das Kleinzügig, dann gibt es das Großzögerlich und schließlich das Großzügig. Viel Spaß beim Großzügigsein.